Buongiorno, eine schnelle Anja-Time zwischen Tür und Angel. Ich habe heute eine Diskussion gesehen auf Twitter, da ging es darum, ob digitale Nachhilfe wirklich digitale Bildung sei oder dass sie dem Ideal einer digitalen Bildung entsprechen könne, wie wir uns das idealerweise vorstellen, als emanzipatorische Kräfte, die den Menschen helfen wollen, sich fit zu machen für diese digitalen Transformationen, die im Moment sich vollziehen und die mit zunehmendem exponentiellem Wachstum sich in nächster Zeit auch vollziehen werden. Und wie bereitet man Menschen darauf vor? Das ist ja die große Frage, sowohl bei Jung als auch bei Alt. Und diese Diskussion mit digitaler Bildung dreht sich halt vorrangig um die Schulen und digitale Nachhilfenangebote seitens von Unternehmen schließen da natürlich eine Lücke, die das öffentliche System reißt, und zwar systemisch reißt. Das wissen wir alle, dass diese Lücken existieren und dass es da Angebote braucht, wenn ein System, ein öffentliches System darauf ausgelegt ist, curricular Menschen standardisiert zu bestimmten Abschlüssen zu führen, die am Schluss mit Noten versehen werden, Überprüfungen, damit Menschen dann den nächsten Anschluss in der nächsten Bildungskurve dann generieren können, dann ist das natürlich ein Problem, was natürlich alles andere als gerecht ist, wenn manche Menschen halt aufgrund ihrer sozialen Herkunft da bessere Voraussetzungen, Startbedingungen haben als andere. Und insofern kann da natürlich Nachhilfe, egal ob face-to-face oder digital, da schon unterstützend wirken und wurde ja auch schon immer so praktiziert. Jetzt haben wir diese digitalen Nachhilfeplattformen, die innerhalb des Systems natürlich Sinn machen, weil sie helfen den Menschen in einem System, was strikt darauf ausgerichtet ist, halt auf Abschlüsse hinzuführen, die dann wiederum ein Einstiegsmodell sind für die nächsthöhere Stufe, mit der man dann natürlich auch perspektivisch eventuell mehr Geld verdienen kann. Das ist ja das alte Modell des 20. Jahrhunderts und das ist ja auch eigentlich das Modell, was wir abschaffen wollen. Wir emanzipatorischen Kräfte. Gleichwohl haben die Unternehmen natürlich innerhalb des alten Systems ihre Berechtigung, weil sie helfen den Menschen, die halt nicht so von Haus aus da die Voraussetzungen mitbringen, dort Schritt zu halten, sofern sie überhaupt das Geld haben, sich eine Nachhilfeplattform leisten zu können. Aber auch da könnte man ja seitens des öffentlichen Systems sagen, okay, wir geben euch das Geld und ihr könnt da den Zugriff euch ermöglichen. Wir befinden uns aber dann immer noch in der alten Systemlogik, dass wir halt versuchen, die Menschen zu optimieren, dass sie halt diese Prüfungen und diese Noten dann generieren, mit der sie dann wiederum Einstieg finden in die nächste Umdrehung. Und das wollen wir ja eigentlich transformieren, wir wollen das ja umgehen, wir wollen ja im Grunde auch da andere Ansätze fahren, weil wir das System als solches halt für nicht mehr zeitgemäß erachten. Wir uns andere Modelle vorstellen können, wie wir die Talente der Menschen, die sie qua Natur mitbringen, wie wir die besser wecken können und sie ihnen auch das Selbstvertrauen geben, in die Welt hinauszugehen, in diese unendlich unsichere Welt, in die wir hier geschaffen haben, um dann eventuell sich selbst irgendwas aufzubauen oder da irgendwo sich einfädeln zu können. Das denken wir emanzipatorischen Kräfte ja, dass das mit dem alten System nicht möglich ist, sondern das alte System ist auf das Industriezeitalter des 20. Jahrhunderts fixiert gewesen und dafür optimiert worden. Und insofern ist die digitale Nachhilfe, die dieses System halt fördert und unterstützt, halt auch eine Unterstützung des alten den analogen Industriezeitalters. Wenn wir also das System als solches transferieren wollen und irgendwie Menschen wirklich helfen wollen, dass sie in dieser VUCA-Welt oder wie wir sie immer nennen wollen, wie wir die dort unterstützen, also wenn wir von hinten denken, dass die Menschen ja irgendwie vielleicht 100 Jahre alt werden und sich irgendwie neu organisieren müssen, immer und immer wieder, und wir wissen heute noch nicht mal, wie es in 10 Jahren aussehen wird und was die Leute und die Menschen mitbringen müssen, wie müssen wir sie also dann begleiten, jetzt irgendwie ihnen die
die Infrastruktur und die Zuversicht auch zu geben, dass sie da sich orientieren können. Und das ist ja unsere Aufgabe heute eigentlich als aktive in der Erwerbsarbeit, aktive Menschen, die Menschen an den Heranwachsenden unterstützen wollen, dass sie dann zukünftig auch zufriedenes, glückliches Leben führen können. Das ist ja eigentlich unser Ziel. Und insofern also würde ich jetzt zwischen diesen beiden Extremen, zwischen digitaler Nachhilfe seitens von Startups, halte ich innerhalb des bestehenden Systems sehr wohl für legitim und finde ich auch nicht verwerflich als solches. Aber das kann natürlich nicht die Lösung sein, sondern das ist nur eine temporäre Lösung für das alte System. Wir müssen weiterdenken und dieses alte System transformieren. Darum geht es. Und dann möchte aber trotzdem positiv denken, dass diese Erfahrungen, die digitale Nachhilfeanbieter dann gemacht haben, die sie dann auch sich, wie sie sich selber denn darüber ja auch qualifiziert haben und weitergebildet haben mit diesem Know-how, mit den Erfahrungsschätzen, die sie gemacht haben, die hoffe ich dann, dass sie die auch in diese Welt mit einbringen, die dann jetzt zu schaffen ist, nämlich indem wir das alte System hinter uns lassen und neue Wege gehen. Und da können die dann hoffentlich auch ihre Erfahrungen mit einbringen. Es geht also weniger gegen öffentlich, gegen privat. Ich halte das für nicht zielführend, sondern es geht darum, dass wir diese besten Talente von beiden irgendwo eine Schnittmenge finden und da gemeinsam transformativ vorangehen. Wenn sich dann Einzelne darüber aufregen, dass dann einige von diesen digitalen Bildungsstartups da jede Menge Kohle machen, so what? Sollen sie doch irgendwie ihre Kohle scheffeln? Es ist doch wurscht, es ist doch völlig egal. Lasst es sie machen irgendwie. Wir brauchen aber digital kompetente Menschen, die wirklich smarte Umgebungen schaffen können, die algorithmisch kluge Umgebungen schaffen können. Wir brauchen das. Wir haben das nicht in Deutschland. Und wir brauchen diese Menschen, die diese Kompetenz entwickelt haben. Und wir müssen halt nur irgendwie daran arbeiten, dass die halt für die richtige Sache kämpfen und nicht für die alte Sache. Und das ist eigentlich das, worum es mir geht, hier jetzt auch mit diesem Video. Vielleicht schaffe ich das ja ein bisschen. So, und dann wurde das Video unterbrochen durch einen Messenger-Anruf. Ich war aber eh am Ende, von daher lasst uns auch ein bisschen Abschied nehmen von diesen alten Kämpfen, öffentlich gegen privat. Ich glaube, das hilft uns nicht weiter, sondern lasst uns schauen, wie wir wirklich gemeinsame Wege finden, Synergien finden, auch wenn es manchmal ein bisschen wehtut an der einen oder anderen Stelle auf beiden Seiten. Wir sind, glaube ich, alle irgendwie ein bisschen fortschrittlicher als viele andere und lasst uns gucken, dass wir da Gemeinsamkeiten finden und wirklich transformativ arbeiten und im Interesse der nächsten Generation und auch unserer Zukunft, die ja auch innerhalb der nächsten Jahre sich hier gestaltet und wir müssen vorankommen. Und ich hoffe, dass wir da gemeinsame Wege finden und das alte System hinter uns lassen. Und das ist mein Plädoyer auch an die Startups. Irgendwie denkt daran, ihr stützt das alte System. Und wir müssen wirklich transformativ neue Wege gehen, weil das ist das digitale Zeitalter. Und wir, um auch diesen Begriff der Kultur der Digitalität, der auch oft bemüht wird, aber wir können es ja auch übersetzen. Also wir haben alle neue soziale, kulturelle Praktiken hier etabliert in diesem Internet digital gestützten, in dieser digital gestützten Welt. Und wir können uns Gesellschaft auch anders organisieren, als wir es bislang gemacht haben. Und daran sollten wir gemeinsam arbeiten und da auch alles drauf fokussieren. Das muss das Ziel sein und nicht das alte System zu stützen, weil da sind alte Machtplayer und Stakeholder unterwegs, die alles andere als solche Interessen haben, sondern die wollen das alte, etablierte, analoge System beibehalten. Auf Teufel komm raus mit all diesen Nachteilen, die wir auch jetzt schon bereits erfahren, weil wir im Moment in dieser Welt leben, die genau davon geprägt ist, dass das System so ist, wie es ist. Träge, nicht transformierbar, wenig offen, wenig kreativ, überhaupt nicht innovativ. Das ist die Welt von gestern, in der wir heute noch leben. Und wir müssen das transformieren. Also, jetzt genug des Gebetes. Macht's gut, macht irgendwas damit. Und bis dahin, bye bye.